Markus Eisenbichler, Richard Freitag und Schlussmann Wellinger ließen der Konkurrenz im ersten Wettbewerb nach den Olympischen Winterspielen keine Chance und gewannen mit 11,3 Punkten Vorsprung vor Polen und Norwegen. Vierter wurde Österreich. Für die DSV Adler von Bundestrainer Werner Schuster war es der erste Teamsieg seit mehr als einem Jahr. Ich denke, die Mannschaft hat eine gute Teamleistung gezeigt. Wir freuen uns riesig über den ersten Teamsieg seit längerem. Die Jungs sind gut gesprungen, sagte Coach Schuster nach dem Wettbewerb bei Temperaturen von unter minus 10 Grad. Das Quartett lag sich nach dem Erfolg in den Armen, klatschte sich ab und freute sich über den gelungenen Start in die finale Saisonphase. Über die Leistung bin ich ganz zufrieden, sagte Eisenbichler, der nach dem Springen Knieschmerzen beklagte. In der ARD vor allem Startspringer Geiger und Eisenbichler, der bei seinem Versuch auf 130 Meter die Landung verpatzte und sich dabei offenbar leicht verletzte, zeigten diesmal eine starke Leistung und hielten die Konkurrenz auf Distanz. Es hat richtig Spaß gemacht, befand der Oberstdorfer Geiger. Freitag. Geiger und Stefan Laie. Hinter Norwegern gab es in Pyeongchang drei Medaillen. Beginnend mit dem Einzel von Lahti an diesem Sonntag 15:30 Uhr. Auch noch um den Sieg im Weltcup. Dort verfolgt das deutsche Duo den polnischen Vierschanzen-Tournee. Kamil Stuch, der mit 863 Punkten nur knapp vorne liegt. Die Vorentscheidung dürfte bei den Weltcups der RAWER Tour in Norwegen fallen. Dort wird in Vikersund, Lillehammer, Trondheim und Oslo gesprungen. Das Weltcup-Finale steigt Ende März auf der Skiflugschanze im slowenischen Planica. Quelle ntv.de.